Meine sehr geehrten Damen und Herren, zwei schöne Turniertage hier auf dem kleinen Sportplatz in Grotdorf neben der Grund- und Förderschule sind dann wieder einmal vorbei. Ganz großes, großes Lob an die beiden Vereine, die dieses Turnier dieses Jahr durchgeführt haben. Das hatten wir in Grotdorf noch nie, dass Fußball- und Handballverein zusammen ein Turnier veranstalten. Ich muss da sagen, als Ortsvorsteher bin ich hier ganz, ganz stolz auf diese Vereine, dass die es geschafft haben, jetzt innerhalb eines Dreivierteljahres oder fast ein Jahr eine Freundschaft aufzubauen und untereinander sich nicht mehr, wie man immer so schön sagt, zu ketzen, sondern untereinander sich anzufeuern, füreinander da zu sein, füreinander zu kämpfen, sich gegenseitig schauen zu gehen und dann jetzt sogar im Frühjahr oder im Winter sogar in Fasnacht schon diesen Hafu-Ball, Balla-Balla-Ball auszuführen und dann jetzt die Fortführung davon, Hafu-Ball, ein Dorf spielt Handball, Fußball. Also von mir, von meiner Seite und auch von der Seite des Ortsrates ein großes Kompliment und ein großes Dankeschön. Es ist toll zu sehen, dass zwei solch große Vereine mit 805 Mitgliedern und mit 600 Mitgliedern zusammenkämpfen. Ihr repräsentiert den Großteil unseres Dorfes, unserer Bevölkerung, den Großteil der Sportler, den wir im Dorf haben. Und dafür ein recht herzliches Dankeschön und hierfür auch mal einen kleinen Applaus, dass diese beiden Vereine das so hinbekommen haben. Bevor ich dann zur Siegerehrung kommen darf, möchte ich natürlich auch allen danken, die hier irgendwo dran beteiligt waren und mitgeholfen haben, allen voran die fairen Schiedsrichter, die das ganze Turnier eben mit begleitet haben und geholfen haben, dass es zu fairen, guten Ergebnissen kam und eben zu keinen schweren Verletzungen und zu unfairen Spielen. Und recht herzlichen Dank an die Schiedsrichter. Recht herzlichen Dank auch an die Ausrichter vom FC und vom TuS Grotdorf, die das hier organisiert, aufgebaut und durchgeführt haben. Auch dafür vielen Dank. Und ebenso vielen Dank an alle Helfer, die jetzt sowohl hier an der Uhr als auch an der Anzeigetafel, an der Technik, hinterm Stand geholfen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr habt diese zwei Tage zu einem tollen Turnier gemacht. Und ich denke, alle, die hier sind, hatten Spaß dabei und werden hoffentlich auch, wenn das Turnier weiter fortgeführt wird im Folgejahr, nochmal mit dabei sein, Werbung machen, dass noch mehr Mannschaften mitmachen. Vielleicht bekommen wir dann sogar noch einen dritten Turniertag hin. Und ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei. Und ich darf jetzt beginnen. Wir fangen an. Leider mit dem letzten Platz. Es waren 10 Mannschaften mit am Start. Und der 10. Platz geht an die jüngsten Teilnehmer des Turniers. Von daher ein ganz großes Kompliment und ich finde toll, dass so junge Leute dann schon mitgemacht haben und sich getraut haben, auch gegen Ältere zu spielen. Herzlichen Glückwunsch für den 10. Platz an die Klasse, Klasse 6a, an die Mannschaft 6a. Kommen wir zu Platz 9. Hier lese ich einen Namen, wundert mich, dass die zwar nur Platz 9 geschafft haben, aber auch hier finde ich toll, dass die mitgemacht haben. Ich hoffe dann auch, dass die anderen Mannschaften auch mithelfen bei deren Turnier, das Ende Juli jetzt stattfindet, nämlich ein Dorf spielt Human Soccer, sich mit melden, anmelden und dort Mannschaften stellen, damit auch dieses Turnier dann nachher ein Erfolg wird und ein schönes Turnier wird. Und ich darf den 9. Platz gratulieren an die Mannschaft von Kidstown. Wir kommen zum 8. Platz. Der 8. Platz geht an die Mannschaft Karls Kanonen. Herzlichen Glückwunsch für den 8. Platz. Leider nur ein Foto ohne Bier. Tut mir leid. Ich gebe dir nachher einen aus, David. Wir kommen zum 7. Platz.
Der siebte Platz geht an die Mannschaft FC 2 Hieb. Zweiter Hieb. Oh, Entschuldigung. FC 2 Hieb. Wir kommen zu Platz 6 des Turniers. Der Platz 6 geht an die FC Oldies. Herzlichen Glückwunsch. Uwe, das kann dir wahrscheinlich nur in der Halbzeit mit dem Handball immer gelegen haben. Es wird Zeit, noch ein bisschen zu trainieren. Ich sehe, da ist ziemlich Muskelkater. Nächstes Jahr Training, um einen besseren Platz zu erreichen. Der fünfte Platz. Der hat sich hier angemaßt, sich THC Kiel zu nennen. Der fünfte Platz geht an THC Kiel. Nun kommen wir zur Platzierung Nummer 4. Ist halt schade, die sind nämlich knapp an der Kiste für Bier vorbei. Aber ich hoffe, die nehmen die Motivation für nächstes Jahr Platz 3, 2 oder 1 zu erreichen. Und der vierte Platz geht an die Mannschaft Krawall. Ist noch jemand da von der Mannschaft Krawall? Okay, Mannschaft Krawall, kein Bier, ist keiner mehr da. So, jetzt wird es dann interessanter. Ich habe dem Banker dann auch eben zugesagt, dass der Ortsrat die Plätze 3, 2, 1 spendiert. Das sind dann insgesamt 6 Kisten Bier. Der Platz 3 ist dann mit einer Kiste Bier versehen. Und die erste Kiste Bier heute Abend geht an den dritten Platz, die Wilden Hilden. Wir kommen zum zweiten Platz unseres zweitägigen Turniers. 2 Kisten Bier und eine Urkunde gehen an Tims Granaten. Herzlichen Glückwunsch! Komm ich schon, Uwe Kaschner, ich schaff das schon. Und die, die jetzt am längsten gewartet haben von allen, die im Endspiel auch nochmal gezeigt haben, wie man richtig Tore macht, ist der erste Platz, 3 Kisten Bier. Herzlichen Glückwunsch und nochmal einen Sonderapplaus, die Lingling. Oder Conny Parks die ganze Geschichte. Oh, du Maschine! Dann nochmals allen, die hier als Zuschauer da waren, die hier als Mitspieler da waren, vielen Dank für alles, vielen Dank allen Helfern und allen, die geholfen haben, dieses Turnier zu einem Erfolg zu bringen. Nochmals bitte ich darum, dass wir dieses Turnier fortführen. Es war ein toller Erfolg, wir hatten super Wetter, es hat einfach Spaß gemacht mit euch allen. Bleibt noch ein bisschen hier, trinkt noch was, esst noch was, unterstützt noch die beiden Vereine und ich wünsche euch allen dann noch ein gutes und schönes Restwochenende und feiert alle schön.